Also, heute am 4. Oktober 2016 ist wieder angegangen mit dem Senioren-Eislauf und Eistanz in der Trainingshalle des Olympia-Eissportzentrums. Also eine wunderbare Halle, rundum Glas. Wie im Paradies gesehen. Und dann so viel Platz und alles läuft harmonisch. Es ist niemand da, der auf einem Weltrekord im Eisschnelllaufen hinarbeitet oder fürs Eishockey trainiert. Na, ein Eishockeyspieler ist da, ein ehemaliger, aber der kann auch nicht mehr so. Und sonst wunderbar Harmonie, man sieht, wie sich die Leute zur Musik bewegen. Paartanz ist im Augenblick gerade nicht, es ist noch ein bisschen früh vielleicht. Jeder muss sich erst wieder daran gewöhnen, nach der langen Sommerpause. Es ist ja schon eigentlich 3 Wochen früher angegangen, aber das war leider in der Alpen-Eislaufhalle mit diesen Tribünen und da ist ja alles verrammelt. Die Fenster sind zu, gerammelt mit Reklame und da ist es düster und niederdrückend und hier ist genau das Gegenteil. Es ist herrlich, zu dieser Musik